Pumuckl fährt übers Meer. Ahoi, juhu, ja Pumuckl, wo steckst denn du? Ahoi, juhu, ich fahre jetzt zur See. Ahoi, juhu, ja Pumuckl, wo steckst denn du? Ahoi, juhu, ich bin auf hoher See. Ein großer klingelbauter Mann fängt ein neues Leben an. Pumuckls rotes Bild. So, das war das letzte von mir gekochte Mittagessen und die vorletzte Abspülerei. Schade. Morgen früh, da geht's endgültig an Land, noch vor dem Frühstück. Oh, wie langweilig, Teller um Teller runterwerfen geht schneller. Jedenfalls am letzten Tag, da muss nämlich niemand mehr die Teller abspülen. Um Himmels Willen! Usch. Na gut, dann will's der Himmel eben nicht. Ja. Und wer räumt dann das zerschlagene Porzellan weg? Du etwa? Hä? Räume niemals weg, was du zerdeppert hast! Altes Klabautersitz! Ja, und welcher Depp soll sich dann um das Zerdepperte kümmern? Hast du darauf auch einen Reim? Ja, den alturältesten Klabauter-Altreim. Wenn doch man zerdeppert, so richtig laut scheppert, braucht man beim Zertrümmern sich um gar nichts kümmern. Wechselnde Haufen schlimm und schlimmer. Ein Verträumter verbindet sich immer. Verlasst die Kombüse, verlasst das Schiff. So sagt ein uralter Klabauterkniff. Letzteres wenigstens ist eine brauchbare Idee. Weißt du, ich glaube, wir gehen heute schon mal an Land. Einfach um zu sehen, was für eine Welt uns da draußen erwartet. Einverstanden, heißt diese Stadt draußen? Nein, nein, sie heißt Venedig. Weißt du, da wohnen viele Maler und Künstler. Wie wenig? Heißt die so, weil da die Künstler so wenig verdienen? Nein, nein, sie heißt nicht wie wenig, sie heißt Venedig. Du siehst eine der reichsten Städte der Welt. Zumindest, was ihre Schönheit angeht. So schön wie Corinna. Eigentlich ja. Dann lass uns sofort Venedig sehen. Ja, wenn ich mit dem Abwasch fertig bin. Damit es viel, viel schneller geht. Ja, nein, 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 Pumuckl, nicht, Pumuckl. Also gut. Pumuckl! Das war nicht der Pumuckl, das war ich. Ich bin hier auf die Tellerscherben gepresst. Sei es drum, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, am letzten Tag. Ach, das wird ganz schön traurig hier ohne dich und den Pumuckl werden. Ach, wenn ich daran denke, wird mir jetzt schon ganz blümerant ums Herz. Da wissen sogar die Sterne keinen Rat. Wächst an der Haufen schlimm und schlimmer. Ein Verkäumchen, der Witze immer. Pumuckl, bitte auf! Du könntest mir deinen Pumuckl ruhig hier lassen, damit ich wenigstens ab und zu mal was zum Lachen habe. Ist gut, ich werde den Pumuckl bei nächster Gelegenheit dazu befragen. Ja. Hier. Ich werde ihn auch immer gut behandeln, sag ihm das. Sag mal, was schreibst du eigentlich an deinem letzten freien Nachmittag? Weißt du, ich geh an Land. Vielleicht finde ich irgendwas, was ich Corinna mitbringen kann. Oh, oh, oh. Die Sterne stehen gut für Unternehmungen der Liebe. Ja. Der Saturn steht jetzt ganz nah beim guten alten Jupiter. Das bedeutet eine unerwartete Begegnung und eine überraschende Wendung der Dinge ist angesagt. Pumuckl, füttern, nicht jagen, habe ich gesagt. Komm jetzt, komm rein. Ja. Bleib in dem Seesack. Hier drin ist so dunkel. Bitte, Pumuckl, tu mir ein einziges Mal den Gefallen. Welchen Gefallen? Denn ich will von der schönen Welt was sehen und nur Corinna gefallen. Und nur Corinna gefallen. Psst, da kommen Touristen. Hör auf, weg jetzt. Wie soll ich denn das schönreiche Venedig? Venedig, Pumuckl, Venedig. Schau, wunderbar. Bleib unter drin. Oder Venedig hier im Seesack ist das doch piepegal, wenn ich es nicht sehen kann. Na ja, ich kann es dir erklären. Hm? Also da oben, da gibt es einen Löwen. Löwen, das ist ein Pumuckl. Der Löwe, aus Stein. Aus Stein ist der Löwe, ne? Ach, aus Stein, schade. Schau, da drüben, da könntest du eine Kuppel sehen und da. So groß wie ein Giraffenkuppel. Ja, ja, und da kommt der Turm. Der ne? Turm, kann ich darin mit den Abdruck Wir sind ja hier nicht im Zoo, Pumuckl, bitte. Oh, schade. Da ist ein Maler, ne? Und
der malt diesen Turm und die Kuppel. Ne? Malt nicht den Zoo! Der malt davon ein Bild. Oh, den Kuppel-Puppel-Affenturm. Ein Bild, Pumuckl. Du, vielleicht soll die Corinna so ein Bild mitbringen. Ne? Gute Idee. Na, was meinst du, ob sie das freut? Wenn Affen und Giraffen darum turnen, könnte es auch mir gefallen. Ja, und das Bild, das könnten wir dann später in unsere gute Stube hängen, ne? Wie findest du das Bild, Pumuckl? Ich finde das ganz furchtbarlich. So ein scheußliches Bild gehört nicht in eine gute Stube. Dazu braucht man einen großen Salon. Naja, ich nehm's ja nicht. Ne? Hab ich schon verstanden. Corinna hat denn einen Salon? Was ist denn? Scusi? Che cosa? Giorgia? Was malt denn der da an der Seite? Türlöcher? Nein, Pumuckl, das sind Arkaden. Da kann man bei Hitze in meinem Schatten spazieren gehen. Das ist auch besser, als hier im Dunkeln zu hocken. So ein Quatsch. Nein, weißt du, wenn es regnet, dann wird man nicht nass. Ne? Wenn die Arkadenlöcher Türen hätten, dann ging da auch kein Wind durch. Schau mal, gefällt's dir? Nein. Also mir schon. Was das wohl kostet? Weißt du was? Ich frage mal. Scusi, quanto costa? Mit mir können Sie ja Deutsch reden. Ich bin ein Südtiroler, verstehen Sie? Ah ja, natürlich. Was kostet es? 480.000. Oh je, bei dem Preis, da kann ich ja fast der Schlag treffen, ne? Jede Kunst hat ihren Preis, mein lieber Signore. Nein, Entschuldigung, das meine ich nicht. Ich meinte nur, dass ich so viel gar nicht bei mir habe, ne? Vielleicht gibt's sowas da drüben in Chioggia billiger. Versuchen Sie doch dort Ihr Glück. Sagten Sie Chioggia? Ja, das liegt dort drüben, dort. Na, das machen wir doch, Pumuckl. Danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Besser nicht auf Wiedersehen. Für die schönen Künste will keiner nichts zahlen. Was war mit 200.000? Nein, danke. Das kostet allein schon die Farbe. Ui, Pumuckl, schau. Da ist ein Fernglas. Da kannst du Fernsehen, weißt du? Und zwar ganz nah. Schau mal. Oh! Was? Nicht? Ja, auch gut. Auf nach Giorgia, komm. Ah, schau, Pumuckl, ne? Da sind auch lauter Löcher, ne? Und trotzdem keine Türen gegen den Wind. Und keiner malt diese Karkadenlöcher? Nein, keiner. Ah, da gibt's Fragen. Prego, signora. Grazie. Merci. Chioggia. Na, Pumuckl, was meinst du? Wollen wir nach Chioggia fahren mit so einem Vaporetto, hä? Na, Chioggia mit der Chilopetto. Chioggia? Sì, per Chioggia deve prendere il battello, il bus. E dopo un'altra nave che la porta fino a destinazione. Moment. Also, Vaporetto, dann der Bus, dann der Wiederschiff. Es ist ja ein Mordsumstand, Pumuckl. Sollen wir warten? Ja, Crunch, mit dem Kilometto! Ja, prego. So. Grazie. Grazie. So. Ah, da ist der Schiffpunkt. Komm. Und bitte denk an das Uhr, bitte. Das heißt, nur dir, die sind auf dem Freitag. Scusi. Das war nicht mein Kopf, das... Aber meiner! Sag, Pumuckl, tut's noch weh? Klapphauter kriegen keine Beulen, darum ist es ja zum Heulen. Sei mal nicht so laut, sonst hört uns noch jemand. Aber leise heulen macht keinen Spaß, ich will laut! Das mögen die Leute in dem Bus, in den wir da jetzt einsteigen, aber gar nicht, Pumuckl. Nicht heulen darf ich nicht sehen, soll ich dann schluchzig heben? Pumuckl? So. Ja, sag mal, bist du noch da? Da! Du, wenn ganz hinten ein Sitzplatz frei ist, dann darfst du dich ans Fenster setzen, ja? Damit ich endlich was sehen kann von dieser schönen Wenigstadt. Ja, damit du auch was siehst von dieser schönen Stadt. Danke, Odessi! Bitte, Pumuckl. Danke, Odessi! Bitte, Pumuckl. Ist das nicht schön, Pumuckl, hä? Schön. Wie wenig schön. Psst. Pumuckl? Oh, Odessi! Ich schau mir mal den Kapitän an. Vielleicht ist das einer, der Klapphauter mag. Nein, bitte, Pumuckl, nicht.
Ma cosa succede? Non ci vedo. Wie soll ich denn so blinde Affen von Kirche finden? So eine Sauerei. Schon wieder, um Gottes Willen, Pumuckl. Hier gibt's so schöne Sachen. Wo? Ich will Corinna eine goldige Gondola kaufen. Die etwa? Ich möchte Corinna so gern ein Geschenk machen. Pumuckl, so einen Kitsch darf ich Corinna gar nicht mitbringen, verstehst du? Aber mir darfst du es doch mitbringen. Na gut. Questa è quella lì. Beh, secondo me lei sta meglio. Questa è scusi se come loro. Bewegt sich die Gondel? Nein, nein. Allora? Aber die bewegt sich doch. Ah, nur im Wasser, Gondola. Aber sehen Sie doch. Ah, mamma mia. Allora, va bene questa? Ha scelto questa. 5.000 lire, ha fatto una buona scelta. Prego. Quanto costa? Diese, 30.000 lire. Kann ich die mal sehen? Ja. Bitte. Ach, die ist schön, ja. Haben. Auf. Los. Wollen Sie diese? Gute Gondola. Hat sehr gute Illumination. Nein, nein, will nicht. Danke. Nein. Danke. Danke. Vielen Dank. Bitte. Nix, Gondola! Dann kaufe ich mir dafür dieses Rückstacheltier. Eine Wind heute. Molto vento. No vento. No Wind. So ein Vento. Pumuckl, lass das. Jetzt reicht's mir dann. Du, keine ruhige Minute habe ich mit dir. Ich gehe jetzt da rüber zu den Malern und schau, ob die irgendwas Schönes haben. Jo, dann schau doch, ob du für deine Corinna was findest. Für mich könntest du so viel Schönes finden. Eine Muschel zum Beispiel, aber du suchst ja bloß für die Corinna. Blödsinn. Komm jetzt mit. Verzeihen Sie, haben Sie sowas auch in Öl? Na klar, da drüben an der Wand stehen ein paar. Aha, schon so mit Arkaden und so. Vielleicht auch nicht ganz so teuer. Das ist ja, das ist sowas. Gefällt Ihnen dein Bild? Ja, schon, aber bei mir bekommen Sie es billiger als bei jedem anderen. Ah, Moment bitte, ich bin gleich wieder da. Musst du dringend was erledigen, muss ich. Ah, was ist denn? Aber bitte, was sein muss, muss sein. Sag mal, was ist denn in dich gefallen? Das ist doch das Bruderherz. Ja, was? Der mit dem Hund im Schwarzen. Was für ein Hund? Der Bruder von Corinna. Du meinst, dass der Maler da der Bruder von meiner Corinna ist aus Hamburg? Ja, der, das meine ich. Geh, woher willst du das wissen? Den haben wir nur einmal ganz kurz gesehen. Einmal, aber ich 17, 30 Mal gesehen, ist gesehen und erkannt, ist erkannt. Komm, ich hätte ihn nie erkannt. Komm, komm mit. Nein. Und wenn er nur den Hund, den riesen Höllenhund dabei hat. Geh, Pumuckl, der Hund, der ist doch schon längst wieder bei Corinna in Hamburg. Jetzt komm mit. Nein, den Lappen. Entschuldigung, aber diese Ähnlichkeit, unglaublich. Ich male nach der Natur. Nein, das meine ich nicht. Sondern? Corinna, Sie müssen Ihr Bruder sein. Und, wo versteckt sich das Goldstück? Nein, sie ist nicht hier. Sie sind also der Bruder von Corinna, ja? Ich habe eine Schwester, die Corinna heißt, das stimmt. Aber wir haben nicht die geringste Ähnlichkeit. Ja, natürlich nicht, na klar. Und wer sind Sie? Ich bin der... Halt! Lassen Sie mich raten. Schnurrbart, Käppi, Seesack, Sie müssen Odessi sein. Ja, der bin ich, ja. Ich heiße übrigens Haru, aber das wissen Sie ja wahrscheinlich schon. Nein, natürlich, Odessi, ja. Weiß ich doch längst. Corinna hat mir unendlich viel von Ihnen erzählt. Ah ja, natürlich. Auch, dass Sie einen Kobold haben, das finde ich ja direkt toll. Hat ja nicht jeder. Ja, den hat wirklich nicht jeder, ja. Ja, ich bin einmalig. Und, wo ist er jetzt? Tja, wo ist er jetzt? Wo? Sie sind meine Rettung. Wer? Ich? Erzählen Sie mir von Ihrem Leben als Schiffskoch. Vielleicht inspiriert mich das zu einem Bild, zu einem nein. Ganz ich tollen... Ich glaube nicht, dass mein Leben so interessant ist, dass es einem Künstler zu einer Idee verhilft. Na, na. Ach, ist doch auch ganz egal. Jetzt gehen wir erstmal einen Campari trinken auf unsere Begegnung. Ich komme nur rasch von der Sichtbahn weg.
Sagen Sie, lassen Sie das alles hier so unbeobachtet stehen, ja? Meine Meisterwerke stiehlt kein Mensch. Und bestimmt wird sie niemand kaufen wollen. Da bin ich ziemlich sicher. Solange wir da drüben in der Kneipe an der Ecke sind. Kommen Sie nur. Haben Sie auch etwas in öligem Öl? Natürlich habe ich etwas in öligem Öl. In dem schönsten Gehöhle aller Öle. In rotem, rotem Ölgehöhle. Arkadenlöcher in Öl mit roten Türen vielleicht. Quetsch und quietsch. Prost. Wir können genauso gut du sagen, oder? Ja, gern. Prost, Harro. Prost. Das ist aber ein schönes Gelb-Rot-Grün. Corinna hat mir erzählt, dass ihr zusammen eine Kneipe aufmachen wollt. Finde ich toll. Eine Kneipe? Ja, oder nicht? Naja, vielleicht wird es auch ein Hotel oder Restaurant. Weißt du, das ist vorerst nur so ein Gedanke. Naja, mit deinen Kochkünsten, da kann ja gar nichts schief gehen. Prost. Es kommt, wie es kommt, Harro. Ja, darauf. Prost. Prost. Ich bin zwar ein großer Dichter, aber ich bin auch ein riesiger, großer Maler. Und wenn ich erst auch noch beim Malen dichte, dann bin ich... Was bin ich denn dann? Dann bin ich... Also was? Also ja, also dann bin ich... Ein Dichter macht Reime, ein Maler malt Öl, man hängt's in die Stube und fühlt sich sehr wühl. Wühl. Also wenn man sich wühl fühlt, dann ist das nämlich noch viel wöhler als wohl. Und jetzt bin ich ein Dichtmaler und ein Reimöhler. Ein reimölender Dichtmaler bin ich, jawohl. Oberbayern ist natürlich toll. Da ist jede Kneipe, jedes Restaurant, meine ich, eine Goldgrube. Naja, wird schon schief gehen, Harro. Terrasse mit Alpenblick und was der Scherze mehr sind, da kann nichts schief gehen. Trinken wir noch einen? Suchst du was? Nein. Hast du was verloren? Nein, du, ich habe nur plötzlich so ein komisches Gefühl auf einmal. Wird schon klappen. Nein, es ist nicht wegen Corinna. Du, Harro, lass uns bitte zurückgehen. Du, ich möchte mir noch mal deine Bilder anschauen, ja? Glaub nicht, dass sie das wert. Ja, Ober, zahlen bitte. Subito. Na komm. Das ist ein Bild. Ein echtes Pumuckl-Bild. Ein Pumuckl-Klappauter-Bild. Ach, du. Was ist denn, Harro? Da verschmiert mir einer meine Bilder. Oh, das tut mir leid. Diese verflixten Gören, ich hab gewusst, dass du da was anstellen. Hör mal, Harro, ich muss dir was sagen. Ach, schon gut, davon geht die Welt nicht unter. Halt, stopp! Hier hinstellen, Meister. Hierher, Rita, wo bleibst du denn? Oh, Otto, dieses Rot. Schau dir das an. Ganz außerordentlich. Interessante ist die Ausschließlichkeit, mit der das Rot verwendet wurde. Das gibt der Idylle so einen Hauch von Gewalt. Findest du nicht, Rita? Ja, die Diskrepanz macht's. Die wohl absichtlich kitschig angelegte Idylle wird durch das Blutrot dramatisch zerstört. Ja, und die Arkaden verlieren ihre Bedeutung, indem ihre äußere Hülle zum Inhalt geworden ist. Ja, das ist emotionell vollzogen, Meister. Ja, und die Vielschichtigkeit des Raums. Kompliment, Meister. Was meinst du, Liebling? Das würde doch wunderbar in unseren roten Salon passen. Salon! Kompliment, Meister. Dieses Rot. Ich wollte es Rot auf rotem Grund nennen. Verstehe. Was soll es denn kosten? Ja, also ich, Ja, wissen Sie, so ein Künstler kann sich halt immer sehr schwer von seinen Werken trennen, ne? Wir zahlen Ihnen bar. Na gut. 500. Oh. Was meinst du, Otto? Hm? Aber die Farbe ist ja noch gar nicht trocken. Ach, dann schicken Sie es uns bitte ins Hotel. Gern. Hotel Bellamar. Abgemacht? Abgemacht. Abgemacht. Dieses Rot. 500? Nein! Ich werd verrückt! Ja, und das für ein Pumuckl-Bild. Wie bitte? Du, Harro, auch wenn du es nicht glaubst, das Bild da, das hat der Pumuckl gemacht. Der was? Der Pumuckl. Ach komm, hör auf. Corinna hat mir oft von deinen Koboldswitzen erzählt. Aber das sind keine Witze. Ich glaube fast, sie liebt dich gerade wegen dieser Spinnereien. Das sind keine Spinnereien. Psst! Dann nennt euer Lokal doch zum Pumuckl. Und begleitet alle Kellner als Kobolde und alle Helfer in der Küche als Heinz-Männchen. Pumuckl, zum Himmel Donnerwetter noch mal. Da hätte ich doch besser auf dich aufgepasst. Alles kaputt, ja? Alles. Hm?
fürchte, dass diese Knalltypen von eben das Bild so verdreckt nicht mehr kaufen werden. Haro, ich weiß nicht, wie ich das wieder richten soll. Ich kann nämlich nicht malen. Der Pumuckl kann es auch nicht. Der Rahmen ist auch hinüber. Na, den könnte ich reparieren. Ich habe einiges Werkzeug auf dem Schiff. Aber hier? Also hier? Und bis heute Abend? Nein. Das wäre zwar das Geschäft meines Lebens gewesen. 500! Mir hat noch nie jemand 500 für eines meiner Bilder zahlen wollen, aber naja. Du, was ist, wenn du es ihnen mit der Post nachschickst? Weil du es erst noch vollenden musstest, hä? Ach, darauf lässt sich kein Tourist aus Deutschland ein. Mist, naja, verdammter. Jetzt weiß ich auch nicht. Weißt du was? Du, Haro, wenn du mir ein bisschen den Preis nachlässt, dann kaufe ich es dir ab. Du, ich repariere mir den Rahmen, dann reinige ich das Bild und dann ist es ein ganz tolles Andenken, ne? Weißt du was? Ich schenke es dir. Dir und Corinna und deinem verflixten Einzelmensch, was ja wohl nur ein Witz ist. Mein Schwesterchen wird sich bestimmt freuen darüber. Aua! Ich und ein Heinzelmännchen! Ich und eine Spinnerei! Ich, ein Witz! Und dieser wampendicke Corinna-Bruder! Vielleicht hält mich Corinna auch für einen Witz. Ich bin kein Witz. Und überhaupt, ich gehe da nicht mit. Nein, ich will nicht in ein Restaurant-Hotel. Ich bleibe auf dem Schiff. Beim Willibald und Lila Lorchen. Lila Lorchen wird mich nie für einen Witz halten. Und auch für kein Einzelmännchen. Nie. Ich kann ja auch hier bleiben. Hier gibt's ja auch Schiffe. Und noch dazu so schöne, bunte. Pumuckl? Ui. Pumuckl. Pumuckl. Tja, irgendwann finde ich ihn nicht mehr und dann ist er endgültig weg. Ja, es ist, wie es ist. Und es kommt, wie es kommt. Es ist nichts, wie es ist und es kommt auch nichts, wie es kommt. Der geht weg ohne mich. Scheine ihm wohl nichts mehr zu bedeuten. Bin wohl auch für ihn nur so ein verflixter Witz. Der hat mich fast überhaupt gar nicht gesucht. Da muss ich was. Da bleiben muss ich, jawohl. Einfach nie mehr mit Odessi. Naja, so einfach geht es auch wieder nicht. Einfach den Pumuckl auf einem Kahn sitzen lassen. Einen Nachfolger der berühmten Klabauter. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ja, da bin ich, ja. Aber eigentlich bin ich überhaupt nicht da. Ich bin weg, und zwar für immer. So? Darf man dann erfahren, wo du dann für immer bist? Hä? Auf einem schönen, bunten Kahn. Aber vielleicht fahre ich doch mit dir bis zum Schiff. Aber bloß, weil ich dann bei Willibald bleibe. Jedenfalls bei dir bleibe ich nie. Ja, und warum nicht? Weil ich in kein Kobold-Kellner-Strand mit Heinzelmännchen gehe. Und ich bin überhaupt niemals ein Heinzelmännchen, sondern ein großer Künstler-Kobold. Und ich will dich nie mehr sehen. Puh. Pumuckl, ich weiß eigentlich nicht, warum du so sauer auf mich bist. Du, ich hab doch nichts verbrochen. Ganz im Gegensatz zu dir, ne? Ja? Koboldswitze hast du verbrochen und immer sagst du der Corinna, ich bin ein Witz. Und ihr kauft nur ein Bild und mir nicht mal eine klitzekleine Muschel. Und der Haro sagt, ich bin nur eine Spinnerei für Corinna und sie kann mich überhaupt nicht leiden. Pumuckl, auf zu weinen. Du weißt genau, dass ich nicht sehen kann, wenn du weinst. Ich bin sicher, dass Corinna dich lieb haben wird. Und du sie auch. Naja, Hauptsache ist, ihr geht es gut und da ist es dann ja auch egal, ob ich traurig bin, so ohne Pumuckl und überhaupt. Ich werde heute Nacht nachdenken, ob ich mit dir komme oder nicht. Die ganze Nacht nachdenken und immer und immer und immer und immer. Und immer und immer wirst du bei mir bleiben. Und ich werde für dich sorgen. Altes Koboldsgesetz. Das hast du wohl vergessen, Pumuckl. Schlaf gut.